Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond. Wir haben zuletzt die erste Ultrabestie gefangen, UB01 Anego oder auch Schmarotzer genannt. Nun sind wir auf der Suche nach UB02 Schönheit und davon soll es gleich 4 Stück in der Vegetationshöhle geben. Bevor wir damit loslegen, wollte ich nochmal ganz kurz hier mir auch Raider ansehen, denn unser Anego, ja, ist ja vielleicht mal ganz interessant zu wissen, was es kann. Es hat zum einen Bestienboost. Erhöht in jeder Runde, in der es ein anderes Pokémon besiegt, seinen höchsten Statuswert. Okay, das habe ich tatsächlich anders erwartet. Ich dachte halt, dass es von Anfang an einen Push bekommt. Es würde aber seinen höchsten Statuswert erhöhen, außer die KP. Das heißt, der Spezialangriff würde momentan immer erhöht werden. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Fähigkeit, ne? Also, das muss man ja schon sagen. Jedes Mal, also wie Hochmut im Prinzip. Nur, dass es nicht unbedingt den Angriff erhöht, sondern irgendwas anderes auch. Säurespeier, Spiegelcape. Ui, das hätte gefährlich werden können. Juwelenkraft und Giftfalle kann es. Okay. Interessant. Und die Werte sind halt auch. Also, gerade Spezialangriff, Spezialverteidigung ist schon ganz nett. Dadurch, dass es halt noch keine EVs hat und sowas. Initiative eher mehr. KP sind sehr gut dabei. Die physischen Werte eher mäßig. In Ordnung. Okay. Dann würde ich dir einfach mal das Glücksei geben und dann legen wir los. Das ist zumindest jetzt so mein Plan, Alter. Hier, bitte, für dich. Und dann auf geht's. Wir haben jetzt 19 Ultrabälle und ich habe jetzt extra Dings nach vorne gemacht, Agrostella, um nach Möglichkeit eben die ersten Ultrabestien schon zu vergiften. Und wenn wir die ersten fangen können, können wir die anderen auch besiegen. Wird bestimmt eine Ultrabestie sein, was? Das zumindest ist mein Plan. Dass wir... Also vielleicht muss man auch alle fangen, das weiß ich nicht. Das könnte dann ziemlich anstrengend werden, vor allem. Je nachdem, wie gut die Ultrabälle halt funktionieren. Aber ich würde mir schon ganz gerne... Also ich denke, wir werden pro Mission schon 10 weitere bekommen. Aber ich würde mir die schon ganz gerne auch aufbauen fürs Late Game, um dann wirklich auch geplant, Ultrabestien zu fangen. Also mit einem bestimmten Wesen beispielsweise. Was wir ja jetzt hier in der Situation noch nicht machen können. Also nicht wirklich. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, welches Wesen unser Anego hatte. Ist auch nicht so relevant. DVs und sowas für Competitive kann man ja immerhin mit den Silberkronenkorken und Goldkronenkorken dann genauso anpassen, wie man es haben möchte. Und jetzt müssen wir hier eigentlich nur umherlaufen und das richtige Pokémon finden, nehme ich mal an, ne? Beim letzten Mal kam es, glaube ich, beim dritten Versuch oder sowas. Vielleicht müssen wir auch an der richtigen Stelle sein. I don't know. Deswegen einfach mal hier rumlaufen und dann werden wir die kleinen Ruckerlies schon finden. Kann auch sein, dass es einfach random ist, wie bei den ganzen umherfliegenden Pokémon in den vorherigen Generationen. Die kamen ja auch nicht immer beim ersten. Also wie Latios zum Beispiel. Och, Mann. Mann, no, lass mich doch in Ruhe, alle. Ich hasse diese Viecher auf dem Boden, ne? Weil du teilweise an denen echt nicht vorbeikommst. So wie jetzt gerade eben zum Beispiel. Aber interessant, dass wir uns hier schon einen Dicter hätten fangen können. Ich glaube, hätten wir es hier an der Stelle schon gefangen, hätten wir es vielleicht sogar damals mit ins Team genommen. Aber wir haben damals keins getroffen. So, könnte jetzt vielleicht mal ein wildes Pokémon kommen. Anego, beziehungsweise UB02 muss jetzt ja nicht unbedingt hier gerade kommen, wenn wir auf dem Brett stehen, in den Lüften. Das könnte etwas gefährlich sein, gerade weil es so schnell ist. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig weg und dann schubst du es runter und wir sind tot, weil wir uns alle Knochen gebrochen haben. Traurige Vorstellung. Ich hatte heute auch irgendeinen Albtraum. Bin ich gestorben. Ich weiß nicht mehr, warum ich gestorben bin, aber es war so. es war ziemlich brutal, glaube ich. Okay, jetzt haben wir es gefunden. Nice, hoffen wir, dass das jetzt nicht auch zu brutal wird. Chabelle ist es, glaube ich. Also ich glaube, es heißt Chabelle. Bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall finden wir Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und erhöht die Initiative stark. Okay. Ja, ich glaube, das ist ohnehin schon scheiße schnell und eines der schnellsten Pokémon. Wenn jetzt die Initiative auch noch stark erhöht ist, Level 60, dann dürfte das einige Probleme machen. Wir werden mal auf Bunker gehen, um uns zu schützen. Dann sind wir damit zumindest schneller als Chabelle. Hey! Achievement! Käfergebrumm. Okay, es greift speziell an. Finde ich nicht so gut, aber Käfergebrumm resisten wir zumindest. Dann müssen wir mit Toxin agieren. Ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, um es down zu kriegen nach und nach. Käfergebrumm kommt. Wie viel Schaden macht das so? Ja, nicht viel. Auf jeden Fall nicht so, dass wir Angst haben müssen. Ich weiß halt überhaupt nicht, was das für ein Typ hat. Es sieht halt stark nach Käfer aus, ne?
Das schon. Und ich glaube, das Gegenstück dazu ist auch Mosquito, was es nur in Pokémon Sonne gibt. Das ist dann ein etwas muskulöseres Käfer-Pokémon. Daher glaube ich, dass es Käfer sein wird. Ich hoffe mal, dass wir es nicht mit Giftschock besiegen sollten. Falls doch, es gibt ja noch mehrere davon. Scheinbar. So, Käfer gebrummt. Schwächt uns wieder. Ist in Ordnung. Giftschock. Go. Wie viel zieht's ab? Alles. Okay. Also, wir merken uns, gegen Charbel kein Giftschock einsetzen. Das Ding hält nichts aus. Wenn wir es damit one-hitten, dann, lieber nicht. Lieber nicht. Dann vielleicht einfach nicht vergiften und mit einem normalen Giftschock angreifen. Du hast es zwar aus den Augen verloren, kannst deine Präsenz jedoch noch spüren. Okay. Das ist interessant. Also, es scheint hier noch irgendwo zu sein. Dann rennen wir hier mal weiter rum. Wir sollten vielleicht ganz kurz, Cedar nochmal heilen. Wäre vielleicht ganz praktisch, hätte ich auch einen Supertrank nehmen können, aber meine Güte, wir haben ja das Geld, ne? Eigentlich nicht, weil ich auch noch die ganzen TMs kaufen muss und so, also wir sind eigentlich eher arm als reich. Ob wir die Vegetationshöhle verlassen müssen? Ich vermute nicht, oder? Zumindest nicht für die ersten drei, die wird es schon hier drin geben und danach könnte es eventuell draußen sein, wo damals das Herrscher-Pokémon war. Das sagenumwobene One-Hit-Radikal, also was selbst One-Hit war. Damals war es echt noch nicht schwierig, Sonne und Mond. Hat sich um einiges gesteigert, was den Schwierigkeitsgrad anging. Okay, wieder nur das falsche Pokémon. So, ich würde ganz gerne hier vorne nochmal ein bisschen rumlaufen. Ja, das dritte Pokémon wieder. Alles klar, der Kampf gegen Charbel wird fortgesetzt. Mal sehen, ob jetzt wieder die Initiative gesteigert wird. Ich hoffe es sehr, weil das ist das Ungefährlichste. Ja, steigt Initiative steigt stark. Okay, das ist in Ordnung. Das ist gut so. Dann werden wir jetzt einen Giftschock versuchen, ohne dass es vergiftet ist. Das sollte es doch aber wirklich überleben als Ultrabestie, finde ich. Käfergebrumm kommt. Okay, parieren wir. Gar kein Problem, Alter. Hier kommt ein Giftschöckchen für dich. Über die Hälfte wird es abziehen. Ja, nicht mal ganz. Das heißt, es wäre vorhin wahrscheinlich sogar gar kein One-Hit geworden. Ja, doch schon. Doch. Oder? Nee, nicht unbedingt. Okay, wir gehen nochmal auf Giftschock. Könnte jetzt knapp sogar reichen, um es zu besiegen. Hoffen wir mal einfach nicht, weil wenn es nicht reicht, dann ist es perfekt geschwächt. Und das wäre halt richtig gut. Dann wäre es mit dem Ultraball Volltreffer! Yay! Ich freue mich. Ein Glück gibt es vier davon. Okay, Präsenz ist nach wie vor zu spüren. Ach Mann, ey. Langsam wird's eng. Langsam aber sicher. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass es davon so viele gibt, weil die sind so leicht zu besiegen, die Kleinen. Wenn selbst eines unserer offensiv schwächsten Pokémon es mit einer sehr schwachen Attacke easy peasy besiegen kann, dann, ja, ist irgendwas falsch. Charbel kommt direkt erneut und erscheint abermals. Das Level ändert sich nicht, ne? Aber es ist schon ziemlich zäh dafür, dass es hier dreimal in Folge auftauchen kann. So. Okay. Dann abermals dieselbe Taktik, würde ich einfach sagen. Heißt, zweimal Giftschock und hoffentlich reicht das dann. Also reicht nicht. Reicht zum Überleben, das wäre ganz nett. Wenn es jetzt aber im gelben Bereich ist, dann greife ich halt einfach nicht weiter an und werfe mal den Ultraball. Ja, das hat deutlich weniger Schaden gemacht. Warum auch immer. Es sind wahrscheinlich verschiedene tatsächlich. Also haben die auch verschiedene Wesen, halten verschieden viel aus. Und das sieht zumindest defensiver aus. Gerade was die Spezialverteidigung angeht oder die KP. Oder eben generell DVs, dass die besser verteilt sind. I don't know. Aber so haben wir es doch schon mal ganz ordentlich geschwächt. Und dann würde ich sagen, würde es jetzt auch Zeit für einen Ultraball. Vielleicht reicht das dann schon, um dich zu fangen, Charbel. Wäre doch ganz nett. Auf geht's. Einmal. Zweimal. Dreimal. Drin. Nice. Damit haben wir auch Charbel gefangen. Wunderbärchen, Alter. Also ich glaube, dass es Charbel heißt. Ich sag's die ganze Zeit, aber ich bin mir eigentlich nicht hundertprozentig sicher. Für Charbel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja. Nice. Damit haben wir die nächste Ultrabestie gefangen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir noch fangen können. Ich vermute noch zwei weitere. Ein nicht identifiziertes Pokémon. Bzzzt. Käferkampf. Okay, das ist interessant. Wie Scaraborn. Aber Doppelschwäche. Es hält so schon nichts aus. Diese Ultrabestie scheint diese Welt für unrein zu halten und zieht es daher vor, mit nichts und niemanden in Berührung zu kommen.
Vollkommen abgehoben, was? Na gut, geben wir mal den Spitznamen. Wer klingt denn abgehoben? Nein. Ich nehme einfach den nächsten Namen. Was dann wäre... Zoi wäre der nächste Name. Zoi ist also jetzt ein wunderschönes Chabel. Ich hoffe, gefällt dir irgendwie. In eine PC-Box, tatsächlich. Ich glaube, Chabel könnte eines meiner Lieblings-Pokémon werden. Von den Ultrabestien her. Du hast die Ultrabestie gefangen. Es verbleiben drei weitere... Okay, ich muss also drei Chabels tatsächlich fangen. Ui. Wir hätten einfach da oben bleiben sollen. Da wären wenigstens keine Dinger gewesen hier. Okay, drei weitere. So, ich habe jetzt noch zwei weitere gefangen. Scheinbar hätten wir sie gar nicht schwächen müssen. Bisher waren die immer beim ersten Ball drin. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich Anego an die Spitze gesetzt habe. Ist auf Level 55. Und Schutz einsetze. Das heißt, alle Pokémon unter 55 erscheinen nicht mehr, sondern nur noch Pokémon über 55. Da gibt es natürlich in dieser Höhle nur ein einziges, das da erscheinen kann. Deswegen muss man hier meistens eine Weile rumlaufen. Aber das nächste Pokémon, was dann kommt, ist auch die Ultrabestie. Und das ist die letzte. Noch einmal, Chabel, ein letztes Mal sagen wir Hallo zueinander. Wahrscheinlich. Ich vermute nicht, dass wir jetzt noch bei der nächsten Mission irgendwie 16 Chabels fangen müssen oder so. Aber okay. So, da haben wir nämlich unser kleines Anego und dank dem Glücksei und dem Easy Peasy Fangen und dadurch, dass die Pokémon auf einem höheren Level sind, bekommt es halt super viele Erfahrungspunkte dazu. Glaube ich jedenfalls, habe ich nicht drauf geachtet, aber müsste eigentlich so sein. Einmal gewackelt, zweimal gewackelt, dreimal gewackelt und drehen. Ja, das mit dem Schwächen hätten wir uns scheinbar sparen können. Zumindest bei Chabel, ich denke mal bei allen anderen wird die Fangrate genau gleich sein. Und daher, ja, wunderbar. Funktioniert jetzt hier. Gut. Und Spitznamen verteilen wir für dasselbe Pokémon nicht nochmal. Das sparen wir uns jetzt mal. Du hast alle Ultrabestien gefangen. Gehe zu Lebel und erstatte ihm Bericht. Werden wir machen. Ich hoffe, ich kann von hier aus fliegen. Jupp, das sieht doch sehr gut aus. Ist er denn immer noch... Wahrscheinlich ist er immer noch hier, ne? In dem Häuschen drin. Hoffen wir mal. In dem kleinen, süßen Häuschen. Und dann sagen wir eben, jo, Alter... Ich hab's schon wieder geschafft. Und dann dürfte schon die dritte Mission geschehen. Dann wird wahrscheinlich irgendwie... Keine Ahnung, was dann passiert. Nee, hier sind wir falsch. Hallöchen, Mr. Bell. Mr. Bell, wie geht es Ihnen? Na? Ich habe Neuigkeiten für dich. Und zwar, habe ich meine Mission abgeschlossen mal wieder. Ausgezeichnet, hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin an und erstatte ihr Bericht. Was drückt sie mir da eigentlich immer in die Hand? Schiebt mir immer irgendwelche Dinge zu. Check ich nicht ganz. Wir haben die Daten der Ultrabestie, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergeleitet. Das war gute Arbeit, Flo. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um Chabel, Codename Schönheit, einen großen Schritt näher. Puh. Chefin, stimmt was nicht? Nein, alles in Ordnung. Diesmal waren es einfach nur so viele, dass... das hat mich ganz schön auf Trab gehalten. Jetzt starr mich nicht so an, mir geht es gut, wirklich. Okay, Chefin, sorry. Ihr beiden müsst auch ziemlich erschöpft sein. Gegen Erschöpfung kenne ich ein hervorragendes Hausmittel. Das macht jedes müde Knogger wieder munter. Das könnte es anders sein als gutes Essen. Diesmal lassen wir uns nicht davon abhalten, den Erfolg unserer Mission anständig zu feiern. Auf dieser Insel gibt es das Kampfbuffet, bei dem man sich den Magen vollschlagen kann. Du kennst dich mal wieder sehr gut mit den Restaurants der Inseln aus, hm? Das liegt nur daran, dass das Kampfbuffet so bekannt ist wie ein buntes Hundemon. Jedenfalls scheint der Laden sehr beliebt zu sein. Deshalb sollte ich ihm wohl einen Besuch abstatten und einen Tisch für uns reservieren. Ja, und dann kommt er gleich wieder rein. Also es ist im Prinzip immer das Gleiche. Einfach unverbesserlich, dieser Lebel. Ob du es glaubst oder nicht, erinnert mich sehr an Yasu. Früher war Yasu anders. Ein vielversprechender Mitarbeiter der Polizei. So wie Lebel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ohne seine Hilfe heute nicht hier wäre. Ultrabestie! So schnell schon wieder zurück, Lebel. Stimmt etwas nicht? Moment. Oder vermutest du etwa... Ich vermute nicht, nur Chefin. Es sind etliche Berichte eingegangen, wonach eine weitere Ultrabestie gesichtet wurde. Diesmal auf Akala. Sieht aus, als müssten wir unsere Feier schon wieder verschieben.
Verstehe. Dann nichts wie los nach Akala. Jawohl, Chefin. Wir werden unseren Stützpunkt auf Akala im selben Hotel wie vorher einrichten. Flo, würdest du dich uns anschließen, sobald du bereit bist? Wir gehen zurück nach Akala. Lass nicht zu lange auf dich warten, Flo, ja? Du findest unseren Stützpunkt im Hotel in der Nähe von Route Nummer 8. Okay, ich bin dann wieder vor euch da. Also eigentlich nicht, was mich sehr wundert, weil ich hier rausgehe und ihr steht jetzt noch im Raum. Dann rufe ich in aller Ruhe meinen Glurak. Und ich denke schon, dass mein Glurak relativ schnell ist. Zumindest vergeht nicht allzu viel Zeit. Und dann wieder zurück zu Route Number 8, wo wir dann wahrscheinlich die nächsten Informationen zur nächsten Ultrabestie erhalten. Und ich hoffe, dass es ähnlich wie eben abläuft, dass wir ein konkretes Ziel bekommen und nicht zwei verschiedene Gebiete durchwandern müssen. Wobei wir wahrscheinlich im Diktatunnel auch einfach nur Pokémon hätten kommen lassen müssen, was ich jetzt nicht getan hatte. Deswegen wäre es, glaube ich, egal gewesen, ob wir auf dem Vulkanpark oder sonst wohin gegangen wären. Wir haben dich schon erwartet, Flo. Matsurika. Hey. Diesmal haben uns die Informationen zu den Aktivitäten der Ultrabestie schon früh erreicht. Die Chefin ist deshalb bereits dabei, das Gebiet um den Aufenthaltsort der Ultrabestie herum zu sichern. OB03 Lichtblitz, Nummer 836. Huhu. Dieser jungen Dame hier haben wir die Informationen übrigens zu verdanken. Das ist die späte Strafe dafür, dass ich mir keine richtige Prüfung überlegt habe. Huh. Ach ja? Und wer hat dich dazu verdonnert? Das darf ich nicht verraten. Aber da war noch eine Bitte. Naja, wohl eher ein Befehl. Und der wäre? Ich soll einen Pokémon-Kampf gegen Flo austragen. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht sowas wie eine Kraftprobe. Ist ja auch egal. Wir beide werden jedenfalls kämpfen. Und zwar hier und jetzt. Okay. Okay, dann legen wir mal los. Hier kommt Matsurika voller Zuversicht. Nimm dich in Acht. Okay, auf geht's gegen Matsurika plötzlich aus heiterem Himmel. Auch völlig random, also keine Ahnung. Irgendwie wird sich, glaube ich, in der späten Story nicht allzu viel Mühe gegeben, das irgendwie sinnvoll zu verknüpfen. Und wir haben jetzt Clavion. Ich wollte gerade sagen, nicht so geil, aber geht eigentlich eventuell. Weil ich dachte, wir hätten Agrostella noch vorne, haben aber Raider mittlerweile vorne. Raider kann allerdings auch nicht wirklich was dagegen machen. Bedeutet, wir sollten eventuell auf ein geeigneteres Pokémon wechseln, was beispielsweise Geilo wäre. Wir müssen auf jeden Fall super, super aufpassen, was das angeht gegen sie. Und dass wir den Z-Kristall Dragium zertragen, ist halt gegen eine Feentrainerin auch eher nur so semi-optimal. Okay, Lichtschild wird gespielt, das ist grundsätzlich in Ordnung. Kannst du machen, wenn du willst. Ich werde dich schon so irgendwie klein kriegen. Ich hoffe, Clavion macht nicht zu viel Schaden. Ja, über die Hälfte aber schon. Krass. Hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet. Während wir halt nicht mal die Hälfte abziehen, ne? Ja, müssen wir halt wechseln. Bleibt nichts anderes übrig. Auf wen könnten wir gehen? Ja, Anego würde es auf jeden Fall gut resisten, aber mit Anego kommen wir halt nicht wirklich durch. Und Cida kommen wir auch nicht durch. Na gut, wir hatten den Aqua-Durchstoß. Versuchen könnte man es. Wir wechseln erstmal, um es hier irgendwie in Sicherheit zu bringen. Clavion sollte ja eigentlich nicht so die größte Gefahr für uns werden. Denke ich jedenfalls nicht. Im Normalfall. Im Normalfall nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch gleich ein Wechsel oder so. Oder sie spielt den Reflektor noch. Kann natürlich alles passieren. Und halt doof, dass wir... Wir haben nur noch zweimal Giftschock, ne? Da hätte ich vielleicht dran denken sollen. Schade, dass man nicht zwischendurch mal geheilt wird. Das hätte ich sehr praktisch gefunden. Ich meine, man schaut zwar hin und wieder mal an dem Pokémon Center vorbei, aber trotzdem. So, wie viel macht Aqua-Durchstoß? Wahrscheinlich nicht so viel. Na, geht. Geht sogar vom Schaden. Damit kriegen wir es in den nächsten zwei Zügen down und das wäre schon mal annehmbar. Dann nochmal Aqua-Durchstoß und dann könnte auch Lichtschild down sein. Was eigentlich sehr, sehr gut wäre für die kommenden Kämpfe. Nochmal Aqua-Durchstoß. So. Und damit ist es fast down. Hat wirklich nur noch 2, 3, 4 KPchen. Ach man, ey, das hätte jetzt auch noch reichen können. Denn das Lichtschild hört jetzt auf zu wirken und wehe, du setzt es genau jetzt neu auf. Nee, Lichtkanone. Boah, ich habe schon kurz einen Schreck bekommen, als ich Licht gelesen habe. Aber alles in Ordnung. Alles im
grünen Bereich, Spezialverteidigung sinkt. Ah, das ist eher ungeil. Aber glücklicherweise haben wir derzeit zwei Gift-Pokémon im Team. Das ist gegen eine Feentrainerin doch schon ein großer Vorteil. Level 56 für Raider. Wurde auch mal Zeit, denke ich. Und ein paar Kapelchen für uns. Wir können auf jeden Fall einmal Bunker noch einsetzen, egal welches Pokémon kommt. Granbul kommt, ja perfekt. Da bleibe ich definitiv drin, weil Granbul greift ja eigentlich eher physisch an. Bedroher wirkt, senkt unseren Angriff, den brauchen wir eh nicht. Und dann gehen wir jetzt auf Bunker und hoffen, dass es uns irgendwie mit Knuddler oder sowas direkt attackieren möchte. Und dann wäre es nämlich auch schon mal vergiftet. Erdbeben, okay. Erdbeben. Ja, yeah, Wechsel auf Anego wäre nicht so gut. Ist Doppelschwäche, fällt mir gerade mal auf. Sowohl gegen Gestein als gegen Gift sehr effektiv. Bedeutet, Frigo wäre, denke ich, die beste Wahl momentan. Da können wir sowohl das Erdbeben abfangen, als auch mit Lichtkanonen einen sehr effektiven Treffer landen. Das ist schon ganz nett, denke ich. So, Erdbeben können wir parieren. Und dann würde ich sagen, Lichtkanone. Beziehungsweise, lass uns erstmal auf Agilität gehen. Mit Trigger haben wir da echt eine ganz... gute Möglichkeit. Oh, shit. Ich weiß halt nicht, ob wir in One-Hit landen. Das ist die Frage. Und heilen bringt halt nicht so viel. Würde in dem Sinne was bringen. 213er Spezialangriff. Ich glaube, es könnte reichen für einen One-Hit. Aber sicher bin ich mir da nicht. Schneller sollten wir sein. Denke ich mal. Allzu schnell sind wir mit der Init immer noch nicht. Also ich werde es jetzt wie folgt machen. Ich setze jetzt maximal zweimal einen Hypertrank ein. Und eventuell geht Steinkante dabei einmal daneben. Das ist so unsere Hoffnung. Wenn es dann nicht kommt, dann greife ich an. Lass uns einfach mal die Daumen drücken. Knuddler kommt nur und geht daneben. Okay, perfekt. Perfekt, der hätte nicht laufen können. Dann Lichtkanone. Ich glaube, es wird ein One-Hit. Aber ich bin mir da echt nicht so sicher. Es wäre ein One-Hit geworden. Okay, das ist schon mal wirklich, wirklich sehr wertvoll zu wissen. Gegen Granbull hätte es gereicht. Gegen Felinara oder sowas reicht es dann eher nicht. Knuddeluff habe ich keine Angst vor. Selbst wenn da eine sehr effektive Attacke kommt, wird das nicht so viel Schaden machen. Von daher, Lichtkanone die zweite. Wir sind schneller als Granbull. Wir sind schneller als Knuddeluff. Das ist auch alles sehr schön. Reicht aber gegen Knuddeluff nicht aus. Das war zu erwarten. Flammenwurf kommt. Damit habe ich tatsächlich auch gerechnet. Und den kriegen wir nicht so gut pariert, aber immerhin pariert. Ne? Immerhin nicht down. Und wir müssen mit Frigo jetzt auch nicht jedes Pokémon down kriegen. Wir können notfalls auch einfach wechseln. Zwei Pokémon rauszunehmen ist schon mal sehr, sehr wertvoll. Wer kommt denn als nächstes? Könnte das ein potenzieller One-Hit werden? Lamellux. Bleiben wir drin. Lamellux. Fee, Pflanze, ne? Gift wäre sehr effektiv. Hätten wir auch tauschen können eigentlich. Ich gehe nochmal auf den Hypertrank. Einfach, weil ich nicht weiß, was da kommt. Kann halt sein, dass da irgendwas Schwaches kommt. Damit rechne ich. Ich glaube nicht, dass es irgendwas sehr Effektives hat. Eine Mondgewalt. Okay, wie viel macht das denn bei Lamellux? Zu viel. Ah, ich glaube... ja, ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Wir gehen auf Anego. Wir gehen auf Anego. Anego hat eigentlich gute spezielle Verteidigungswerte. Sollte das also sehr gut parieren können, weil es nicht sehr effektiv ist. Hat viele KP dazu noch. Also dürfte das sogar besser wegstecken als Agrostella, denke ich. Jo, das sieht doch ganz nett aus. Wir könnten auf Juwelenkraft gehen oder halt auf den Säurespeier. Der wäre halt doppelt sehr effektiv. Machen wir das mal. Ist zwar nicht die stärkste Attacke, aber doppelt sehr effektiv sollte es schon enormen Schaden machen. Und Spezialverteidigung steigt. Ach, Säurespeier ist gar nicht Dings gewesen, ne? Oh, Pilzspore, wirklich. Muss das sein? Finde ich jetzt nicht so nett. So, der nächste Säurespeier würde auf jeden Fall reichen.
Aber dazu müssen wir erstmal durchkommen. Okay. Traumfresser einfach. Da habe ich jetzt nicht zwingend mit gerechnet. Dann setzen wir einfach einen Hyperheiler, denke ich mal, ein. Hyperheiler, befinden Sie sich hier irgendwo? Hallo? Hallo? Ansonsten, Prunusbären habe ich eigentlich auch genug. Wenn mal was im Schlaf, ne? Also Maronbeere, wie viel haben wir davon? 2. Ich glaube, Prunusbären haben wir mehr. 5. Setze ich eine Prunusbeere ein. Jo, heile mich, Alter. So, Traumfresser hat dann demzufolge keine Wirkung mehr. Und dann sollten wir schneller sein und mit Säurespeier das Ganze beenden. Denn Spezialverteidigung ist gedroppt zum einen, dann vierfach sehr effektiv. Das wäre so oder so ein One-Hit geworden. Alles in Ordnung. Okay, Bestienboost von Raider wirkt und erhöht den Spezialangriff nochmal. Auch sehr nice. Also die Fähigkeit ist echt cool. Und als nächstes würde Bundlebee kommen. Bundlebee überholt uns aber von der Geschwindigkeit her. Ist Käferfee. Ich gehe auf Sarah. Sarah überlebt auf jeden Fall eine Attacke und mit Steinkante können wir es dann definitiv one-hitten. Und dann hätten wir den Kampf gegen Matsurika auch geschafft. Ohne Verlust. Das ist schon mal ganz nett dann. Level 61. Da könnte jetzt durchaus der Z-Move kommen, den wir ja aber überleben würden. Es kommt der Energieball. Okay. Ist sehr effektiv. Wird auch reichen, denke ich. Naja, würde nicht mal reichen. Okay. Und Steinkante reicht halt locker. Ja. Gar keine Frage. Einmal Steinkante, dann Step, dann sehr effektiv und Granitstein tragen wir auch noch. Also, no chance. Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich ja aus allen Wolken. Na, du kennst doch schon. Wir haben das schon mal gebattelt, Alter. Erinnerst du dich nicht mehr vor dem Kampfbaum? Unser großer Moment? Puh, das kam unerwartet. Alles klar, du bist stark genug, Flo. Nicht schlecht, dieses Mädchen. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Tschüss. Eine sehr spezielle Persönlichkeit. Wir sollten uns jetzt wieder sammeln. Schließlich haben wir einen Auftrag zu erfüllen. Es geht mir zwar gegen den Strich, aber ich werde euch wieder Rückendeckung geben. Flo, das ist für dich. Das sind die Ultrabälle für diesen Auftrag. Dankeschön. Zuerst noch unser üblicher Bericht. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse der letzten Ultrabestie, die du gefangen hast, abgeschlossen ist. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, kannst du dich an Freundin Pia in den Geheimlaboren der wenden. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Ja, Hilfe brauche ich schon, aber wir beenden hier an dieser Stelle vielleicht einfach mal den Part, weil es schon eine Weile geht. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter und werden UB03, habe ich vergessen, was es war. Keine Ahnung. Werden auf jeden Fall UB03 dann finden und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin und tschüssi!